Finals von Attack on Alex letzte Woche. Letzte Woche, nicht diese. Vier aus. Ja, mal gucken. Fancy nach seiner kleinen Pause. Oh ja. Irgendwie zwei, drei Monate. Smash-Pause quasi. Kommt direkt wieder, gewinnt ein Turnier. Na, so muss das. Ja, okay. Ich meine, so ein Mental Reset ist einfach gut. Ja, und jetzt guck mal. Er ist in Winners Final. Und Tams auch nicht am Sandbaggen wie in den meisten Sets, sondern packt gleich den Little Mac aus. Nee, das erste Game verschenkt gerne Hamster, aber heute guck es dir an. Wichtig. Hat er gleich Lust. Und sie schenken sich auch gleich von Anfang an nichts. Jetzt gleich mit den Floskeln hier raus. Ja. Aber. Es ist so interessant, wie weit er auch einfach rausgeht. Wie weit geht er denn raus? Schöner Tech noch. Nur Hamster. Ja, nur Hamster, also wirklich. Ich krieg gute Patience mit dem Shield, aber. Ja, ich bin interessant, wie auch Fancy heute seinen Counter einsetzt. Also, ich finde, er ist einer der wenigen Joker, der sie wirklich extrem viel einsetzt. Ja, Hamster holt ja auch gleich Lostock hinterher. Ich habe tatsächlich noch erst sehr, sehr wenig von Fancy gesehen. Bei den ersten Off-World-Turnieren, wo er viel dabei war, da war ich ja nicht dabei. Und dann war er schon wieder. Ja, fürs erste weg. Hab hier bloß, ich glaube einmal gegen ihn online gespielt so. Und sonst war es eigentlich so ziemlich das alles, was ich von ihm gesehen habe bisher. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe beim ersten Epitech gegen ihn gespielt, zweimal close Matches gehabt. Und halt viel Friendlies bei Tech on Alex gespielt. Mhm. Und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Joker-Spieler. Hamster mit dem Stocky durchgerollt, sehr schön. Und. Oh, lange gewartet. Er hat den KO Punch. KO Punch gegen Asen. Und? Ah, er hat gedacht, er jumpt da nochmal, aber. Dragdown into Up Smash. Der Klassiker. Er probiert es echt oft mit der Upi einfach zu catchen und zu beenden. Mhm. Mal gucken, ob er dafür jetzt büßen wird. Ja, Sen ist jetzt auch weg. Ja, stimmt, den wird er auch so schnell nicht wiederkriegen. Er müsste schon richtig guten Rebels Guard kriegen. Ja, ja da hat da er ist der Versuch, aber da hat er zu früh losgelassen. Ja. Hat ich zu früh losgelassen. Frag mich, ob Hamster es noch erwartet hat, dass er für so einen Rebels Guard Play gehen wird, eben weil er ohne Ascend vielleicht Schwierigkeiten hat, den Kill zu finden dann. Ja. Aber gut, Hamster hier mit der schnellen Führung. Der fühlt sich heute einfach top vor. Ich meine. Guck es dir an, der uns auch so lächelt. Er lächelt uns einfach wunderschön zu. Ich meine, so ist er immer drauf, ne? Aber heute besonders. Aber heute besonders. Er hat auch vorhin zu mir gesagt, heute fühlt er sich besonders. Seine Anime-Energie ist aufgeladen. Wirklich, Zitat von ihm. Okay, also, als ich heute, bevor das Turnier gestartet ist, der einzige Wortwechsel, den ich mit hatte, er kam an, meinte irgendwie so, dein Leben ist verwirkt oder irgendwie sowas und ist wieder weggegangen. Einfach so voll was Ominöses gesagt und dann wieder abgehauen ist. So richtig Kaiba-like, meinst du? Er wollte den Antagonisten spielen, aber... Der mir einfach Curse. Der Curse of Ra. Der Curse of Ra ist auch sowas. Kein großer Punish hier. Prozente even, aber da kommt jetzt der Ascend und... Drei Down der Zeit, wir sind da rum. Dieser vernichtet auch mal. Jetzt der KO-Punch. Aber da ist auch schon wieder weg. Die kann immer ganz, ganz gefährlich. Oh, schön hinterher. Ja. Von der Down Air, hinter Up Air, wunderschön. Der Hamster hat vorhin auch ganz viel kommentiert, dass irgendwas mit Fancy Joker-Kombos, dass ihr nicht true sind und er denkt, die sind true oder so. Ja. Haben wir jetzt auch nicht gesehen, dass du das ausnutzt, aber was er immer ausnutzt, ist diese Rebels Guard. Wirklich, er probiert es immer wieder mit dem Counter nochmal Ascend rauszubekommen, aber im Endeffekt verweckt er sein Leben. Ja, sowas darfst du gegen Hamster nicht machen. Weiß nicht, ob es funktioniert hat am Donnerstag, ob er es deshalb macht oder... I don't know, ich hab's leider nicht mehr verfolgen können, das Grand Finals, da war ich leider schon weg. Oh, war eine gute Idee. Ach stimmt, es war ja gleich diesen Sonntag, sondern den davor, ne? Hey. Diese Woche fiel er leider aus. Und da ist er down. Aber es ist Hamster, Hamster hat immer noch mal Bock.
aber er muss mindestens noch zweimal gegen Asen fighten. Und das ist halt extrem nervig. Ja, schöner Counter mal. Okay. Ja. Die Abgun. Schon krass gegen Little Mac. Die sind beide ja, geheilt, ne? Die haben beide Bock auf jeden Fall. Also so oder so, auch Fancy, super netter Typ, aber auch in Friendlies. Er ist voll drinne. Er feiert sich dann auch selber so, als er ein paar Kombos auch gegen mich als Bowser gelandet hat. So. Er fühlt das halt, Hamster fühlt das so. Das ist schön, dass wir sowas im Winners Final sehen. Weil niemand möchte Moodle, Slipknot und Winners Final sehen. Ich guck's gerne. Ja, ich guck's ja auch gerne. Aber wir sehen sie gleich in Losers gegeneinander spielen. Und der Verlierer hiervon wartet dann auf den Gewinner davon. Okay. Wichtig eigentlich sowas zu punishen, weil Little Mac immer wieder, nachdem er so Offstage geht, ein bisschen braucht, um zurückzukommen und dann schon ziemlich vulnerable ist. So eine Projektile auch. Okay, diesmal durch die Abwehr einfach durchgesidebeat. Die Frage ist, wird Hamster dieses Mal was aus dem KO-Punch ziehen können? Er braucht ihn nicht. Er braucht ihn nicht, aber jetzt die Pressure einfach mental auch. Auch das Publikum sehr für ihn. Wir hören es im Hintergrund. Jetzt könnte er schon. Okay, das ist weg. Ist er weg und. Also 20% würden erreichen, schon von Confirm. Ah, Fancy macht das echt gut mit der Gun und der Hamster wirklich, der sehr, sehr gerne von der Edge mal runterspringt. Das ist generell mal krass, guten Joker-Spielern zuzusehen. Da haben wir wieder den Red Skull Punish. Die Gun-Usage, wie. Was für ein krasser Move das einfach ist. Er kommt zum Glück. Das ist, als hätte der Spike gehittet, aber irgendwie wurde er doch nicht getroffen. Also nicht gespiked. Schöner Air Dodge. Oh, und der KO-Punch, den er da einfach hoch. Sehr, sehr nice. War das ein Grounded KO Punch? Das haben wir nicht aus der Dash gelandet. Weil Aerial ist ja relativ schwach. Ja. Zumindest im Vergleich zum Grounded. Die Frage ist, wie schnell der Edge Drop war und ob er dann Edge Drop into. Bei Normal Getup war es nicht. Ja. Aber. So, jetzt. Baut er auch sein Lied aus, holt sich die guten extra Prozente, geht noch nicht für den Confirm, weil es noch nicht killen würde. Jetzt killt aber auch die Abi gleich, also Hamster liebt das, wenn jemand auf der Plattform über ihn steht, dass er ihn da hochbringen kann. Er will ihn da hoch, er will's mit der Abi beenden. Er wartet drauf. Ja. Sehr schön. Das ist ein Hamster Classic. Wirklich, ein wunderschöner Hamster Classic. Da wird mir gleich so warm, ich muss meine Jacke ausziehen. Wirklich, das ist mir hier gerade alles zu viel. Das ist wirklich die heißen Fäuste von Hamster. Ja, haben wir. So, ab ins Game 4. Das ist aber ein interessanter Pace in dem Game auf jeden Fall. Von Hamster wie immer ein sehr, sehr schnelles, starkes Spiel. Fancy, der normalerweise sehr, sehr defensiv als sein Joker spielt, viel mit der Gun normalerweise arbeitet, kann das hier eigentlich gar nicht so umsetzen, finde ich. Ja, gegen Little Mac, also gegen sehr schnelle Charaktere generell, ne? Die bieten dir einfach nicht den Platz, um das zu machen. Ja. Aber vielleicht ist das sogar das. Ist das schon? Oh, nee. Wir sind unter 90%. Oh, was? Was hat er denn da jetzt gedacht? Das war schon sehr optimistisch. Sehr, sehr schöner. Wichtig, der Perry. Krieg keinen Punish raus. Asen ist weg und gleich ist der KO-Punch jetzt wieder mit einem guten Vorteil gerade hier. Geht für den Grab als Punish. Das Sand. Snap Smash. Und der KO-Punch ist jetzt da. Und der KO-Punch ist wieder weg. Wir sind halt wieder an der ekelhaften Edge-Situation. Versucht er wieder für den Down-Edge-Cut zu gehen. Okay. Okay. Smash charged.
Ascend ist wieder am Start und jetzt schön jetzt. Dachte ich, er geht mit der Gun, aber er wollte das mit dem Counter. Oh, was? Oh mein Gott. Was ist denn da passiert? What the Einfach mit Hitbox extenden ja. Und dann. Oh, er hat ihn sehr schön gereadet. So. Jetzt kommt Ascend und einmal Ascend gegen drei Stocks. Ich bin gespannt. Ja. Das, ja, oh, ja. Das ist ein. Da kannst du nichts mehr machen. Ja, Little Mac snappt auch die Ledge nicht. Allzu einfach. So, das. Was? Was war das denn? Hat er gerade Ascend geboxt? Die API dürfte es gewesen sein, ja. Ich weiß nicht, ob es ein Jump war. Ich glaube, es war der Anfang vom Jump. Oh, eine sehr, sehr herzliche Umarmung von beiden. Wunderschön auf jeden Fall. Mal sehen, ob sie sich im Grand Final wiedersehen. Ja. Oder ob Slipknot oder Moodle. Jetzt haben wir einen All-Time-Class.